Hey Freunde, willkommen zurück zu Kingdom Come Deliverance. Sollte ich mich heute etwas matschig anhören, liegt das daran, dass ich Freitag Geburtstag hatte und dementsprechend gefeiert habe und dementsprechend halt matschig sein kann. Ich hoffe, ich krieg das alles so hin. Ich bin halt noch ein bisschen verkatert. Es ist übrigens Sonntag gerade. Das Video kommt wahrscheinlich Montag, wenn das Rendern funktioniert. Was ich mal hoffe. Ist das Kunisch? Was will der hier? Kunisch, bist du's? Sache. Der will nicht mit mir reden. Ja, hau bloß ab, du. Im letzten Part haben wir Schwertkampf gelernt und haben ein Haus neu angestrichen, haben die Güllegrube gefunden. Was haben wir noch gemacht? Die Parierstange geholt, Kaffee gekauft. Ne, Kaffee gekauft. Bier gekauft. Mit unserer Perle geflirtet. Ja. Und jetzt sprechen wir mit Fatty. Hier, Fatty, ich hab dein Zeug. Die Sachen, die du wolltest. Wurde auch Zeit. Hast du alles, worum ich dich bat? Jo. Schmiedenbeginn. Alter, ja, jetzt wird Kohle, geschmiedet. Die Parierstange und Bier. Wir können anfangen. Gut gemacht. Packen wir es an, Junge. Hast du mit dem Bier eine Weltreise gemacht? Es ist so schal und warm wie Pferdepisse. Geh und hol ein neues. Und das zahlst du selbst. Dummheit kostet. Ich hab's gewusst, weil ich das Bier als zweites geholt habe und dann noch kämpfen gegangen bin und so weiter, ist das Bier jetzt halt abgestanden. Ja, weißt du was? Wenn du das nicht haben willst, wo ist es denn? Nahrung. Ich hab das gar nicht im Inventar. Warte, Questgegenstände, Schwert, sonstiges. Ich hab das gar nicht... Ich will das trinken, hallo? Hat das jetzt weggekippt? Welch Kostverächtung. Ja, dann mal hurtig jetzt. Scheiße, ich hab's gewusst. Das Spiel ist ja gnadenlos, merke ich schon. Na, Dude, alles frisch? Oh, am Stand hängen geblieben. Hey, Baby, ich brauche ein neues Bier. Sei gegrüßt, Heinrich. Grüße zurück. Ich brauche noch mehr Bier. Das sehe ich. Was gibt's? Ich brauche noch ein Bier. Das andere war Vater nicht kalt genug. Soll ich es dir holen? Jawohl. Und ein Lächeln von dir. Hier, bitte. Danke. Das geht auf mich. Du kannst es am Abend wieder gut machen. Das hatten wir schon. Ausgeschlossen. Hier. Und heute Abend habe ich... Ich drück's mal weg, so. Gespräch beenden. Obwohl, warte. Ja, das interessiert die wahrscheinlich feuchten Kehricht, was der Deutsche sagt. So. Ich will Vater jetzt schnell sein Bier bringen, ansonsten ist das wieder abgestanden. Was wollte ich denn gerade erzählen? Ah ja, es gab einen dicken Patch. Die Version ist jetzt 1.2.2. Und... Vorhin sah es ganz gut aus. Ich hoffe, die Lippensynchronität ist jetzt besser, weil die war ja in den... ersten paar Minuten war die ja schrecklich. Da ist ja, hat ja gar nichts gepasst. Aber ich muss dazu sagen, dass zum Beispiel ein Spiel wie... Ja gut, Mass Effect ist jetzt vielleicht nicht gerade das beste Beispiel. Welches Spiel war denn das, was ich... Ah ja, Destiny! Destiny 2, hallo? Das war auch total lippenunsynchron in den Videos. Wer macht denn sowas? Habt ihr keine Qualitätskontrolle mehr? Naja. So, Vater, lass uns Schwert schmieden. Ich hab dir ein frisches Bier mitgebracht. Wurde auch Zeit. Hast du alles, worum ich dich bat? Jo. Ja, Kohle, die Parierstange und Bier. Wir können anfangen. Gut gemacht. Packen wir es an, Junge. Gut gemacht. Ah. Alles klar. Dann lass mal sehen, was der Meister in Sasau da für uns gemacht hat. Sieh dir das mal an, Junge. Das ist echte Handwerkskunst. Was bedeutet diese Gravur? Wenn ich das wüsste... Könnte Latein sein, aber sicher bin ich mir da nicht. Herr Ratz, ich wollte es so. Ja, das wird das schönste Schwert meiner gesamten Schmiedjahre. Hast du die Holzkohle? Gut, heize die Esse an und dann setzen wir alles zusammen. Ach, übrigens,
Mir hat jemand einen Besuch abgestattet. Und ich vermute, du weißt ganz genau, warum. Nein, weiß ich nicht. Wirklich? Ich bin mir nämlich ziemlich sicher, dass du und deine Freunde Dung auf das frisch gesäuberte Haus des Deutschen geworfen habt. Er war vorhin mit dem Büttel hier. Und das war kein Freundschaftsbesuch. Was ist denn in dich gefahren? Dieser Deutsche hat Unfug über Sigismund und den König rum erzählt. Er hat bekommen, was er verdient hat. Bekommen, was er verdient hat, ja? Du wirst diese Sauerei beseitigen, hörst du? Und dich bei ihm entschuldigen. Ich muss hier ein Geschäft führen und der Deutsche zahlt verdammt gut. Dass du so einen Mist baust, hilft mir nicht wirklich weiter und dem König am wenigsten. Verstehst du? Ja, klar. Sag's mir ins Gesicht. Hast du verstanden? Ja, verstanden. Gut. Dann werden wir so ein Gespräch nie wieder führen. Also hältst du es für richtig, unseren König in den Dreck zu ziehen? Und so machte sich der Junge zum Narren und zeigte, dass er seine Lektion wohl immer noch nicht gelernt hatte. Der Deutsche redet also Unfug. Na und? Willst du deshalb zu einem Verbrecher werden? Du magst einen Kampf vielleicht mit Gewalt gewinnen, aber niemals einen Streit. Merk dir eins. Wenn du jemanden überzeugen willst, dann nur mit Worten, nicht mit Fäusten. Ein guter Vater. Der Ofen ist soweit. Gut, dann machen wir den Griff. Ich bringe es zum Glühen und wenn ich es rausnehme, setzt du den Griff so auf, dass er passt. Aber das kennst du ja alles schon. Dann mal los. Alter, ohne Handschuhe. Ah. Gut, einmal noch. Das war's. Fertig. Schleif ihn ab, bis er gut in der Hand liegt. Ich bereite die Parierstange vor. Vater, wieso hast du Prag verlassen? Ich habe noch nie von einem Meisterschmied gehört, der in einem kleinen Kaff Hufeisen herstellt. Ich hatte meine Gründe. Und hier habe ich deine Mutter und dich. Warum sollte ich woanders hin wollen? Erinnerst du dich noch an König Karl? Natürlich. Ein gutes Leben während seiner Herrschaft. Besser als jetzt? Er errichtete halb Prag und jede Menge Burgen, baute eine Brücke über die Moldau und gründete eine Universität. Und das alles ganz ohne Krieg. Er wusste, wie man regiert. Besser als Wenzel, ja? Ja, bei weitem besser. Aber Wenzel, er hat es nicht leicht. Es ist schwer, in die Fußstapfen von jemandem zu treten, der vielleicht alle 1000 Jahre nur einmal geboren wird. Und was ist mit Sigismund? Denkst du, Karl wäre wie Sigismund mit einer Armee in sein eigenes Land eingefallen? Nein. Wenzel mag seinem Vater nicht ebenbürtig sein, aber Sigismund, der entehrt die königliche Familie. Wie kommst du voran? Gib mal her. Jetzt setzen wir alles zusammen. Es ist wundervoll. In der Tat, das ist es. Gott segne euch. Mein Vater schickt mich wegen der Nägel. Guten Tag, Theresa. Sie liegen bereit. Würdest du sie bitte holen, Heinrich? Sie liegen in der Truhe in der Stube. Die, die ich knacken wollte? Hi. Oh, da kann ich nicht quatschen, schade. Ja, ich hole ja die Nägel, alles gut. Oh, welch rührende Szene zwischen Vater und Sohn. Ja, der Vater ist schon ein schlauer Typ.
Ich mag den. Der ist halt so ein richtiger Dad. Stube ist hier. Hier ist Truhe. Und hier wird wohl Nägel sein. Nägel für Theresa. Ah, die Mutti wird schon nichts sagen. Das Haus ist leer, ne? Also ist nichts mehr da. Bring Theresa die Nägel. Hallo Theresa. Hier, bitteschön. Was lachst du denn die ganze Zeit so grenzdebil? Okay. Hier sind die Nägel, die du wolltest. Danke. Und wie geht's Bianca? Gut. Warum fragst du? Ach, nur so. Werdet ihr heute Abend zum Reigen gehen? Werden wir. Vielleicht sehen wir uns dort. Wie auch immer, ich will dich nicht aufhalten. Das Schwert ist wirklich schön. Die hat Bock auf dem. Jo. Ein feines Mädel. Hör auf, sie anzuglotzen. Sieh dir lieber das an. Es ist Zeit für die Feuerprobe. Oh, darf ich? Bitte. Na gut. Ehre dem, den Ehre gebührt. Wow. Wir haben ganze Arbeit geleistet. Wie nicht anders zu erwarten von solch einem renommierten Schwertschmied. Diese Tage liegen hinter mir, Herr. Doch dein Geschick ist dir geblieben. Möchtest du es mal schwingen? Herr, was nützt einem normalen Bürger ein Lass es ihn versuchen. Du hast noch viel zu lernen. Frag deinen Vater, ob er es dir beibringt. Er weiß, wie es geht. Sein Handwerk zu erlernen wird ihm wesentlich mehr nützen. Herr. Möglich. Aber wer weiß schon, was die Zukunft noch so alles für uns bereithält. Wie ich sehe, ist es beinahe fertig. Ich muss es nur noch polieren, dann wird Heinrich es dir bringen. Exzellent. Ausgezeichnete Arbeit. Wirklich schön. Ein Schwert wie dieses wird seinem Träger wahrlich Ehre bescheren, Herr Istvan. In der Tat, Herr Ratzig. Hätte ich so eines in Nikopolis gehabt, wären die Dinge vielleicht anders verlaufen. Es ist wirklich seltsam, einen derart fähigen Schmied an so einem Ort anzutreffen. Ein Mann mit seinen Fähigkeiten könnte ohne Probleme in Prag oder Wien sein Geld verdienen. Das stimmt. Aber das ist eine lange und sonderbare Geschichte. Ich würde sie mir sehr gerne bei einem Kelch Wein anhören, aber die Pflicht ruft. Und ich muss leider weiterziehen. Bitte sehr. Lerne von deinem Vater. Er ist wahrlich ein Meister seines Fachs. Gewiss kreuzen sich unsere Wege erneut. Da bin ich mir sicher. Sobald es fertig ist, soll dein Sohn es zu mir bringen. Gute Arbeit, Martin. Herr. Es war mir eine Ehre, Herr Istvan. Mögest du sicher nach Sasau gelangen. Die Ehre ist ganz meinerseits, Herr Ratzig. Danke für die Gastfreundschaft. Eine lange und seltsame Geschichte? Seither ist viel Zeit vergangen. Vielleicht erzähle ich sie dir mal, aber heute noch nicht. Bringst du mir bei, es zu führen, wie Herr Ratzig sagte? Wieso? Naja, könnte nützlich sein. Vielleicht bereise ich die Welt, bevor ich sesshaft werde. Ich würde gern mehr sehen als nur die Schmiede und die Schenke. Weißt du, was der Haken am Abenteuerleben ist? Es könnte vorbei sein, bevor es anfängt. Ich kann dir zeigen, wie man ein Schwert führt. Das hilft dir aber nicht, wenn dir jemand einen Pfeil in die Brust jagt, sobald du einen Fuß vor die Tür setzt. Klingt so, als sprichst du aus Erfahrung. In meinem Alter hat man viel erlebt. Schmied ist vielleicht nicht der glorreichste Beruf, aber er hat auch seine Vorteile, wie zum Beispiel seinen Kopf behalten. Ich möchte mein Leben in Skalitz beenden, dort, unter dem Lindenbaum, an der Seite deiner Mutter. Ja, ich auch, eines Tages. Aber zuerst will ich die Welt sehen, möchte neue Menschen treffen. Treffen oder vermöbeln? Treffen. Musst du jetzt darauf herumreiten? Dann gibt es keinen Grund für dich kämpfen zu lernen. Ja! Ein Bote?
Er war ganz schön in Eile. Ist was passiert? Oh, Kacke! Jetzt geht's los. Alter, bleib doch nicht stehen, renn weg! Seid ihr bescheuert? Seht doch, dass die Pfeile kommen. Oh. Hör mir gut zu. Nimm das Schwert, geh ins Haus und hol alles Wichtige aus der Truhe und dann lauf zur Burg. Beeil dich. Was ist mit dir? Deine Mutter ist noch im Dorf. Ich werde sie holen und dann kommen wir sofort nach. Ich komme mit. Nein, du tust, was ich sage. Keine Widerrede. Gib Herrn Ratzig das Schwert. Er kümmert sich um dich, falls uns was zustößt. Er steht in meiner Schuld. Kacke, Mann. Ja, ja. Wir müssen das Tor schließen. Macht schon. Wir schließen das Tor. Bewegt euch. Los, Leute. Kommt schon. Kommt schon. Und streut die Zeit davon. Heinrich, Gott sei Dank. Mach, dass du reinkommst. Wir müssen die Tore Bewegt schließen. Bewegt euch, Leute. Na los. Pass für mich darauf auf. Bist du wahnsinnig? Du kannst nicht zurückgehen. Vater, ey, krass. Scheiße. Sei kein Narr, Heinrich! Komm zu uns! Schnell! Es gibt nichts, was du noch für dich tun kannst! Mach schon, Heinrich! Du kannst es immer noch schaffen! Lauf! Und reite nach Teilberg. Sag ihnen, was kommt. Du musst sie warnen. Lauf den Burggraben runter, den Weg entlang. Spring von der Mauer und verschwinde von hier. Ja, ja, oh, ich bin sprachlos. Oh, scheiße, die kommen ja schon. Warte, Start. So. Leute, es tut mir leid, dass das Video quasi nur aus Cutscenes besteht. Aber ich kann das Video nicht so groß werden lassen, weil erstens 4K halt mir halt sonst die ganze Festplatte vollhaut. Aber das ist ja nicht weiter schlimm. Es gibt eine Maximal-Upload-Größe für YouTube. Und die ist mit fast 30 Minuten ist die halt voll. Ich kann jetzt noch 10 Minuten spielen? Na, nicht mal mehr. 5 vielleicht.
Und dann muss ich aufhören, weil ansonsten kann ich das Video nicht hochladen. Okay, wir speichern jetzt? Nein, wir laufen jetzt. Wir laufen jetzt noch und ich schau mal, wie weit ich jetzt noch in 5 Minuten komme. Los geht's! Lauf! Forest! Also ich soll hier... Wo soll ich nochmal hin? Soll ich hier den Weg lang? Seid ihr noch hinter mir, Jungs? Okay. Fehlt so ein bisschen Musik gerade. So, was Episches wäre geil. Vielleicht schneide ich was rein. Wo will denn der hin? Oh. Junge, die hat Eier. Oh, was jetzt denn? Das Pferd ist... Oh, scheiße. Reiten. Ich mach's wie... Ich lese das durch und, ne? Wie letztes Mal. Ja, ganz normal Pferdesteuerung. Also, ich soll mir... Oh nein, ich kann dir nicht helfen. Alter, scheiße. Oh Mann, das ist gemein. Ich glaube, ich jetzt euer Pferd. Tschüss. Also, Doppel-B drücken und dann geht's los. Soll ich gedrückt halten? Oder soll ich loslassen? Ah, ich muss gedrückt halten? Alles klar. Check. Texturen laden nach. Hier ist noch ein Fett. Wo reitet der denn jetzt eigentlich hin? Katzen. Geil. Arsch rein. Ah. So, Leute. Jetzt haben wir auch epische Musik im Hintergrund. Schön. Ich kann hier nicht speichern? Shit. Dann Beeilung, wo ich dann speichern kann. Weil sonst hätte ich jetzt nämlich hier gespeichert, weil wir haben jetzt nämlich die 4 Minuten schon wieder rum. Aua! Scheiße, Alter, die Bude. Aua, ey. Alter, spinnt ihr? Oh, jetzt bin ich in den Graben. Pff. Ich reite durch den Fluss. Ihr kriegt mich niemals. Aua. Alter, ich bin fast tot. Junge. Alter, mein Fuß blutet, mein Körper blutet und ich blute allgemein. Links. Palmberg liegt links, entlang des Baches. Ja, danke für die Hinweis. Für die Hinweis. Schnellreiseort. Soll ich jetzt... Scheiße. Flüsse sind kacke. Pferd! Ich bin tot. Game over. Du bist im Kampf gestorben. Fortfahren. Jetzt aber fix. Ja, geilo. Aber dann hat er hier wenigstens gespeichert. Dann hau ich mir hier den Schnaps rein und wir sehen uns dann bei der nächsten Folge auf dem Pferd wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen, ne? Und wir sehen uns dann bei der nächsten Folge. Tschüss!